Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, wir sind ja als letztes Mal hier stehen geblieben, als wir schön von Preludin aufgebrochen sind, nachdem unsere gute, kleine, süße Schwester Ariel von diesem fetten Vogel entführt wurde. Und nun sind wir hier. Mal schauen, was haben denn die Leute hier so zu sagen? Link, lauf hier nicht so planlos rum, du behinderst nur alle. Ich habe dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Okay. Ja, hätte Steuerwehr das auch noch nennen. Wenn du hier rumstehst, kann ich mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Zieh alleine, Kleiner. Sollst du nicht unter Deck zu Nico gehen? Ja, okay, mache ich, keine Sorge. Mann, nicht der Glücksfall für Nico. Ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man es schon ziemlich schwer. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Als dein Obermatrose wird er es dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst, wird schon nicht so schlimm werden, genau. Okay, nett. Schauen wir mal, was oben ist. Oh, ist immer so doof, wenn ich mich kurz muten muss, weil ich immer so blöd niese oder so. Oh, wer bist du denn? Kleiner, du stirbst. Sofort wieder runter mit dir. Okay, ich gehe. Hui, Patsch. Achso, ja, kletter halt wieder hoch. Und was machst du so? Hey, der Name wird auch Link, oder? Komisches Gewand hast du da an. Das ist auf eurer Insel gerade der letzte Schrei oder so? Aber irgendwoher kenne ich dieses Gewand doch. Echt? Woher denn? Ich würde gerne wissen, woher du das kennst, Mann. Aber ich glaube, das wird er uns nicht verraten, weil er es nicht weiß. So, was, wo sind wir hier? Hallo, was geht? Nicht so forsch, hier ist Captain Tedros Kajüde. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen ja nur alle Jubeljahre mal rein. Da ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Okay, dann nicht. Okay. Ah. Hey, Neuer, ich bin ab heute dein Obermatrose gewesen. Also hör auf, das, was Nico dir sagt, und wir werden uns bestens verstehen. Also, erstmal haben wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen neuen gehört, kapiert? Also, die mir genau zu, wie ich es mache, und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Na gut, mach mal. Zuerst bestätigst du diesen Stein hier. Stell dich einfach darauf mit und bewege den linken Stick auf dem, um auf den Stein zu steigen, kapiert? Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Wenn du an das Teil springst, kannst du dich an ihn festhalten. Mit Hilfe vom linken Stick kannst du schwingen und wenn du Ah, loslassen drückst, lässt du los. Na, hast du das kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleibt die Plattform nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen, kapiert? Bis du es bis hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du schneller schaffst, sollte ich dich wohl beloben. Also eigentlich rein. Okay, kein Problem. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon so geht, ohne dass ich vorher den Knopf drücken muss. Wupp. Wupp. Manchmal kann es vorkommen, dass man weiterspringt. Aber nicht. Oh, oh. Oder sowas, dass man auf einmal rechts ist. Obwohl man. Keine Ahnung, eigentlich gerade war es. Es ist auch komplett bescheuert manchmal. Das ist richtig ärgerlich.
Aber ich war so gut. Und dann geht es nicht. So, dann nochmal. Hui. Aber das ist jetzt schon ärgerlich, ne? Das nervt mich jetzt. Dass ich runtergefallen bin, weil ich auf einmal so rechts weggeglitscht bin. So, aber jetzt müsste es, glaube ich, klappen. Hui. Gar kein Problem. Schau mal, Nico. Das ist so schnell geschafft. Ich hab dich unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich jetzt bin. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. So, die ist ja nett, dankeschön. Was ist denn da drin? Oh, ist auf jeden Fall eine schöne Kiste. Oh, erstmal geblendet. Oh mein Gott. Die Beutetasche. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Okay, es gibt 8 verschiedene. Hey Link, wir sind bei der verwunschten Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Wow, wir sind aber wirklich sehr schnell gewesen. Also wenn wir selber dahin segeln von Preludin aus, dann brauchen wir ein bisschen länger. So, aber es macht ja nichts. Manchmal sind so komische Klackergeräusche zu hören. Ich weiß nicht, ob es vom Spiel ist, aber es ist sehr seltsam. Als würde man einen Laum im Controller hin und her klackern. Hey Link, hier bin ich. Okay, gehen wir nochmal nach oben. Da hört ihr das? Klick, 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 klick. Obwohl ich meinen Controller jetzt gerade einfach nur straight nach oben lenken lasse und sonst nichts mache. Seltsam. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist die verwunschene Bastion. Da drüben. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Stellen wir das wohl am schlauesten an. Ja, verdammte Scheiße, worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. Hi. Hi. 1. Verwunschene Bastion. Ja, cool. Sind wir hier bei der schönen Verwunschung. Oh! Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Hahaha, du schaust aber auch dumm aus der Wäsche.
Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren, also drück deinen Knopf, wenn dieser so aussieht. Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan, das du findest, wenn du im Itemmenü auswählst. Also gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast, also fliehen bloß nicht. Dann mal los, frisch ans Werk, aber pass auf die Suchscheinwerfer auf, du solltest besser nicht in ihr Licht geraten. Gar kein Problem, dafür gibt es ja diese Dinger hier. Können wir uns schön drin verstecken. Aber das Geld sammle ich trotzdem ein. So was muss sein. Das dauert ein bisschen. Die Mitte ist natürlich super nervig. Weil da nonstop so Scheinwerfer jetzt gleich sind. So wie jetzt. Hoppala. Das war aber knapp, du. Zack. Zack, Rich Kids und so. Ja, ja, was man nicht alles tut für ein bisschen Geld. Wupp. Ja, ja, ihr kleinen Schlawiner, ihr erwischt mich schon nicht. Ich bin einfach viel zu schlau, als ob ich mich so einfach erwischen lasse. Dass euch aber nicht auffällt, dass auf einmal eine Kiste oder sowas, so ein Fass sich die ganze Zeit von A nach B bewegt. Mann, 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 wie kann man nur so doof sein? Ich glaube, hier oben braucht man den nicht mehr. So, jetzt gehen wir erstmal da drüben hin und machen den ersten Scheinwerfer aus. Denn der nervt. Der nervt. Huch, was war das? So, noch hat er uns nicht bemerkt. So. Genau, mach mal weg die Scheiße. Boom. Ja, komm her. Bam. Komm, steh auf. Und nochmal, komm. Boom. Bam. Kaputt. Und tschüss. Hast du irgendwas Cooles? Oh, er hat Geld. Okay. Dann haben wir den ersten schon mal fertig. Ich glaube, wir können da nicht rüber jumpen. Ah doch, ah, nee, da ist eine unsichtbare Wand. Okay, es geht nicht. Warte, ich dachte, man kann sonst rüber. Nee, da unten geht es auch nicht da lang. Die Frage, ne? Aber den müssen wir halt machen. Das heißt, wir gehen da unten bei der Tür nach hinten. Denn der ist wichtig. Wenn wir den nicht machen, kommen wir nämlich nicht weiter. Der ist ein bisschen nervig. Aber das ist kein Problem. Denn da ist auch noch eine Kiste. Und die nehmen wir natürlich mit. Ja, zack. Oh. Was ist denn da bloß drin? Oh, eine Labyrinthkarte. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zurück. Ich glaube, das da müsste die Tür sein. Ja, genau. Und jetzt gehen wir hier raus. Die sind ja immer noch da. So, was will sie denn schon wieder? Den können wir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Normalerweise bist du unbewaffnet. Außer deinem Schild hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also an deiner Stelle würde ich mit einem Schild den Angriff diesen Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diesen schnell durch A aufheben. Okay, danke, danke. Wir wissen schon, wie es funktioniert. Wir haben ja gerade schon einen weggehauen. Also, ich bin kein Anfänger. Ja, ja, ja. Aber genau, das ist der einzige, der wirklich wichtig ist. Die anderen sind eigentlich egal und da drüben ist so ein Teil. So. Moin. Was ab? Quatsch. So, auf die Fresse, Mann. Komm her. Boah, wolltest du mich gerade wegtreten oder was? Bam, piss dich mal. Hier, zack. Schrott bräunig. So, und ja, jetzt können wir einfach wieder hier runterjumpen. Easy. Sind wir wieder da. Müssen nicht den Weg durch die zwei Türe da nehmen. Durch die zwei Türen. Und da ist noch einer. Und ich glaube, da ist der Kompass drin. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das war der Kompass. Und das ist der Kompass. Ja, natürlich. Ah ja, so ein Nerd. Okay, sehr schön.
Alles, was unten ist, das werde ich nicht machen übrigens. Das, weil... Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wir kommen natürlich nochmal hier hin. Also... Ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen was alt, ne? Also... Ja. Uiuiui. So, den anderen nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon zwei weggehauen haben, dann können wir den letzten auch noch weghauen. Was soll der Geiz? Weg mit dem Schmutz. So, einmal hochgeklettert. Und wo ist hier? Ah, da. Ich mache immer diese Fassnummer. Oh. Okay, aua. Macht nix. Oh. Oh. Ja, das ist jetzt uncool. Das ist uncool. Oh. Arm. 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 So. Gib mir Geld. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ich habe einmal einen Schlag kassiert, aber das macht nichts. So. Oh. Nur nicht zu weit springen, Link. So. Und dann geht's hier ganz normal weiter. Ja, ja, das geht schon gut voran hier. So, Hallöchen. Zack. Ja, also weit ist es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, hier war aber sonst soweit nichts mehr, außer diese Kiste. Die können wir natürlich noch runterschmeißen. Weil dann können wir nämlich da easy wieder hoch. So, zack. Runter mit dir. So, zack. Dann holen wir die Münze auch noch. Die sind anscheinend respawned. Aber nur die roten Rubine leider nicht. So, dann schieben wir den mal rüber. So. Und schon kommen wir wieder hoch. Wenn ich es hinbekomme. So, alles klar. Dann durch die nächste Tür. Ja, also es ist halt so simpel. Oh, wann haben wir denn da? Du siehst aber eklig aus. Hoppala, nicht so weit. Okay, wir können noch ein bisschen laufen. Oh, diese Ratten, ne? Nervig. Ja, und schon haben wir es eigentlich geschafft. War ja super easy. Huch. Ich habe sonst immer viel länger gebraucht, weil die irgendwie nicht weg wollten. Also nicht immer, aber meistens tatsächlich. So, dann haben wir es ja schon fast. Hier fehlt nicht mehr, wir sind fast da. So, dann hier noch rein. Genau, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern. So, nur nicht zu weit, weil ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, dass er mich jetzt aus Zufall doch noch erwischt. Ja, so viel Risikos will ich dann doch nicht eingehen. Ein paar, kein Problem, aber alle, nee. Nee. Naja, lass dir ruhig Zeit, du. Du langsamer Fatzke, du. Ja, er bleibt halt genau neben mir stehen. Der will mich doch verarschen, ey. Ach ja, hier dreht er auch noch um. Hm. Naja, also jetzt ist er gerade so richtig cool. Schau mal, wir können einfach durch die Wand gucken. So, und jetzt haben wir es eigentlich schon geschafft. Eigentlich kann ich schon direkt wegschmeißen, zack. So, nice. Ja, jetzt sind wir gleich da. Easy. Ja, und jetzt kommt die Stelle, wo man eben easy runterfällt, weil man diesen einen einzigen in der Mitte nicht deaktiviert. Weil die, ich weiß gar nicht, ich glaube, die schießen dann irgendwie Explosionsgeschosse auf einen oder so. Man fällt halt runter und keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Hoppala.
So, dann machen wir nochmal unsere Herzen voll. Da hinten hätte ich noch die Kiste runterstoßen können, aber... Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt nochmal hier runterfallen werde. Und wenn doch, dann habe ich es verdient. Weil auf Nummer sicher gehen hätte ich ja können. So. Da ist mein Schwert. Uh-oh. Diese Bossmucke hier, ey. Fuck. Heroin-Schwert wiedergefunden. Sei in Zukunft vorsichtiger. Denn du willst es natürlich kein zweites Mal verlieren. Nee. Oh. Komm, steh auf. Oh. Kaputt. Easy. So, und sein Riesensäbel, ne, den nehmen wir auch noch mit. Den klaue ich ihm jetzt einfach. Oh, komm, her damit. Bin ich nicht heftig, Alter. Bam. Ja, okay, ich kann es eh nicht mitnehmen. Deswegen können wir auch ohne gehen. Link. Link, wach auf, Link. Komm zu dir, Link. Huch, wo bin ich denn? Bist du wieder bei Bewusstsein? Schwer vom Begriff, als ich dachte. Du Scheiße. Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der Rote Leuenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Link. Ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut, aber... Das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Sein Name ist... Ganondorf. Hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter verbannt wurde. Der Gebieter der Niederhölle aus der Legende ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Link, hast du noch immer ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Natürlich. Und du würdest tatsächlich jeglichen Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Klar. Verstehe.
dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Reise erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Ich denke schon. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir ja wirklich sehr peinlich, aber leider habe ich kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du vom Seefahren sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Aber sicher doch. Auf dieser Handelsinsel leben die verschiedensten Menschen. An solchen Orten kann man viel interessante Informationen aufschnappen, vielleicht auch Dinge, die später noch einmal wichtig für uns werden. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehr unverzüglich zu mir zurück. Ja gut, wird erledigt, Boss. Ja, da ich aber gemein bin, würde ich sagen, war es das erstmal mit der Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal, euer Guantanamo. Tschüssi!